Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ein Shadowbook bindet mit echtem Leder in A5. A4 könnt ihr dann selbst ausprobieren. Die Shadowbooks, die ich baue, lassen sich ganz weit aufbiegen, dass man einfach wunderbar schreiben kann. Dazu benötigen wir Band oder Kordel, 6 mm ist am besten geeignet. Wir benötigen Garn, möglichst reißfest, eine Schere, Holzleim, dann Sperrholz aus dem Baumarkt für A5 und A4 Papier. Ich nehme hier das 80 Gramm. Wir brauchen später diese Art Borte oder Polyesterband und für innen im Buch, das zeige ich aber später, benötigen wir noch buntes Papier. So, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Der erste Schritt, um unser Buch zu starten, ist, dass wir uns diese Blattpäckchen formen. Das heißt, wir machen aus A4, A5 Papier. Ich nehme immer ein Päckchen von 4 Blättern, ansonsten haben wir einen unschönen Rand. Und hier schaue ich ganz genau, dass ich sie optimal aufeinander lege und drücke sie fest. Das ist das erste unserer Blattpäckchen. Das Ganze machen wir jetzt so oft, bis wir die Stärke unseres Buches, die wir möchten, erreicht haben. Jetzt haben wir unsere Anzahl der A4 Blätter in A5 gefaltet. Möglichst so, dass wir einen schönen Abschluss haben und das Ganze schon wie ein Buch aussieht. Jetzt müssen wir natürlich diese Blätter zusammenfassen. Und hier habe ich mir anhand meiner Unterlage, die schon ein bisschen gelitten hat, immer Folgendes auf dem Buchrücken geschrieben. Ich lege sie an bei 3 cm und mache einen Strich. Das Ganze auch hier so. Das ist meine Markierung, wo dann später das Band oder das Seil liegen wird. Das ist jetzt unser Band, mit dem wir die Seiten später an unsere Seile binden. Ich fange jetzt folgendermaßen an. Ich teile jetzt genau die Mitte. Und jetzt steche ich mit meiner Nadel, gut festhalten, dass man nicht so viele Knicke hat, bei meiner Markierung ein. Merke mir ungefähr einen Zentimeter. Das wäre jetzt hier. Möchte ich wieder rauskommen. Also, gucken, dass es schön zusammenliegt. Ungefähr einen Zentimeter. Und hier komme ich wieder raus. So, und so gehen wir jetzt mit allen Seiten vor. Wenn ihr fertig seid, sieht es dann so aus. Hier haben wir den Platz von ungefähr einem Zentimeter, hier auch. Passt auf, dass ihr nicht aus Versehen die wieder
rauszieht, innen sieht es so aus und wenn möglich drückt es zusammen, weil je weiter ihr es auseinanderstehen lasst, so mehr passt rein in das Buch später. Nehme ich mir schon mal meine Kordel. Na, was haben wir da wieder gemacht? Hier. Und jetzt möchte ich das später ungefähr so weit überstehen haben, auf beiden Seiten, um den Buchdeckel festzumachen. Also brauchen wir ungefähr, ja, es wird viel zu viel sein, aber lieber zu viel als zu wenig. Gut, die Blätter haben jetzt eine Stunde unter einem schweren Ordner gelegen. Das heißt, sie sind schön zusammengegangen nochmal. Und jetzt geht's los mit dem Binden. Wir brauchen eine Tischkante, denn jetzt lege ich wirklich an die Tischkante. Sieht man das? Jetzt gucken. Ja. Gut. Ich lege jetzt mein gefaltetes Blatt an die Tischkante. Boing. Beschwere es. Dafür eignen sich sehr gut Mörser. Und jetzt lege ich meine Kordel so ungefähr ein bisschen über die Hälfte, lasse ich überstehen und lege es so hin. Und jetzt fängt es an. Einmal. Zweimal. Ups, das war nichts. Nochmal. Zweimal. Und festziehen. Nicht zu sehr, dass nicht am Ende das Blatt einreißt. Und das Ganze kontern. Und ruhig zwei, dreimal noch festknoten. So. Das Ganze, das werdet ihr jetzt nicht sehen vielleicht, weil der Mörser im Weg liegt. Das Ganze hier. Die Seite natürlich auch. Ich zeige es euch nochmal von hier. Ich lege diese beiden Fäden so, damit man es besser sieht. So. Und so hier hin. Ich schiebe es hier passend. Jetzt lege ich das nochmal drauf zum Beschweren. Den Mörser. Und jetzt fangen wir hier an. Gucken, dass alles schön übereinander liegt und ziehen es fest. Mehrmals hintereinander. So. Und die andere Seite. Folgendes geht es weiter. Ich halbiere jetzt dieses Päckchen und lege sie über Kreuz hier rüber. Selbe Spiel hier. So. Das hält die Päckchen noch ein bisschen mehr zusammen. Lege ich das so hin. Und was jetzt passiert, dafür brauchen wir auch, müsst ihr auch beim Seilkauf drauf achten. Wir werden dieses Seil jetzt hier auseinanderfleddern. So. Dieses Hanfseil lässt sich wunderbar auch nochmal dritteln. Los geht's mit unserem Festkleben. Wir haben unsere beiden Holzstücke. Was ich aber jetzt jedes Mal noch tue, ist, ich habe zwei Folien. Die lege ich dazwischen. Also nicht hierhin, aber hierhin. Damit ich mir die Seiten nicht einsaue oder aufweiche, weil der Holzleim sehr viel Feuchtigkeit abgibt. So. Was ich jetzt noch vergessen habe, wie das immer so ist, wir brauchen noch ein. Na, das gibt's auch. Ein Blatt Papier. Gut. Dieses Blatt Papier
legen wir auch hier hin. Und jetzt streiche ich es hier mit Kleber ein. Ich klebe jetzt, seht ihr es? Machen wir es mal so. Weit gut, schön flach überall, auch das hier möglichst alles flach, nicht so sehr verrutscht. Haltet euer Papier, ihr könnt natürlich es auch einfacher machen, ihr könnt das jetzt schon umklappen, festdrücken und runterklappen. So. Und dann die elastischen Bandagen haben schon einiges mitgemacht. Und jetzt binde ich das hier so fest es geht zusammen. So. So, und jetzt heißt es trocknen lassen. Und das müsst ihr jetzt nicht die ganze Zeit halten. Das ist jetzt der Vorteil von dieser elastischen Bandage. Wir legen das jetzt so auf die Heizung. Ein, zwei Stündchen und dann kommt die nächste Seite. Gut, während unser gelbes Buch trocknet, habe ich hier eins, was ich die Woche gemacht habe. Selbe Art, nur mit rotem Garn. Das sieht dann halt im Buch dann später so aus. Jetzt haben wir natürlich hier diese getrockneten Bändchen und unser Papier klebt drauf. Ich reiße das einfach runter. So. Da man das später eh nicht mehr sieht, ist es auch egal, ob da jetzt noch Papier drauf hängt oder nicht. Das ist Musterleder aus einem Möbelladen. Und jetzt fangen wir mal an und schauen. Gut, Leder ist groß genug. Man sollte überall mindestens 2-3 cm Platz lassen, dass man es nachher schön einschlagen kann. Doch das erste, was wir jetzt hier machen müssen, ist tatsächlich den Buchrücken aufzuzeichnen. Na komm her. Also, wir schauen jetzt ganz genau, wie unser Buch steht und markieren uns hier den Rücken genauso, wie er hier aufsteht. So. Und so. Okay. Und das schneiden wir jetzt aus, aber da war es jetzt zu weit, wie befürchtet, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das kriegen wir jetzt, indem wir das hier festkleben. Gut, dazu brauchen wir den gelben Alleskleber. Und hier dasselbe Spiel. So. Und so lassen wir das jetzt erstmal trocknen. Wir werden unser Buch damit einstreichen. Ups, das macht aber nichts. Da kleben wir es eh gleich hin. Gut, setzen wir das Buch vorsichtig
an den Rand. An den Rand heißt, dass es hier gut aussieht. Ein bisschen hier rüber. Okay. Ja, jetzt hat er sich leider der Acker verabschiedet. Aber gut. So. Ich habe das Buch jetzt justiert. Und so klebt es fest. Und so lasse ich es jetzt auch erstmal wieder trocknen. Es ist immer wieder trocknen lassen, trocknen lassen, trocknen lassen. Was wir hier aber schon machen können, ist, da das hier alles okay ist, wir können jetzt auch schon die Seite festkleben. Gut, was jetzt hier gefährlich ist, dass man mit seinen Klebefingern Kleber aufs Leder kriegt, also gut aufpassen. Okay, und jetzt das Ganze ein bisschen unter Spannung schieben. So, okay. Weil wir dann im Nachhinein hier diese Wellen sehen möchten. Schön festhalten, dass es nicht noch verrutscht im letzten Moment. Und wieder pressen mit dem Band. Und das kann jetzt ruhig über Nacht mal trocknen. Sieht man nachher das Holz durch. Gut. Okay. Ja, das war schon ziemlich knapp. Das Leder ist unheimlich dick. Hier stört es noch. Okay. Das Ganze klebe ich auch wieder mit Holzleim. Der ist einfach sagenhaft, der klebt alles. Und ich nehme auch den wasserfesten Holzleim. Dann hält es nämlich auch. Klammern sind halt wirklich stark und hinterlassen dann durchaus gern mal Druck stellen. So. Okay. Jetzt ist ein bisschen tricky mit den Ecken. Zu sehr über, das bisschen ziehen. Wenn man halt überall Kleber hat, natürlich. Und hier soll das auch schön schließen. Mit Ecke. So. Das Leder ist wirklich sehr, sehr dick. Es ist grenzwertig, das für Bücher zu verwenden. Aber es geht noch mit ein bisschen Gewalt. Geht's. So. Okay. So ist die eine Seite. Erstmal vom Kleber befreien. Und dann kommt die nächste Seite. Okay. Und jetzt haben wir zumindest schon mal unser Buch soweit. Das ist leider die Ecke, die ein kleines bisschen eingeschnitten war. Aber ja, das ist noch eine Seite, die zum Schutz dient. Und soweit sind wir momentan. Was ich jetzt machen möchte, ist die Innenseiten. Also, hier nehmen wir jetzt wieder den gelben. Und auch hier, damit es einfach schön
flach anliegt, nehme ich wieder meine Klemmerchen, aber auch wieder nicht das Brett vergessen auf der Rückseite und drücke das hier. An. Und damit es auch hier schön anliegen, anklebt, machen wir es wieder zu und lassen es erstmal wieder trocknen. Gut, jetzt sind wir doch schon relativ weit. Die Innenseiten sind drin und um jetzt dieses Stück hier zu verdecken, haben wir, wie vorhin schon angesprochen, die Bänder. Das kann man natürlich anders machen. Ich mag aber die Variante. Ja, ich mache es noch nicht zu, sonst klebt es fest. Gebt dem Buch Zeit zu trocknen und viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zugucken und lasst gern einen Daumen nach oben da oder ein Abonnement. Ich würde mich freuen.